Frau Lehmann wollte gerade. Ich wollte bloß noch mal sagen, Herr Tschentscher, wenn Sie sagen, die Auswirkungen für uns sind schlimmer als die sozusagen für Russland. Ich kenne keine Studie dazu. Also man kennt die Studien sozusagen, was heißt das, oder es gibt ja einen Streit unter Ökonomen, was heißt das für die deutsche Wirtschaft? Von 0,3 bis 6%, also von handhabbaren Folgen bis zu dramatischen Folgen bei einem Stopp von russischer Energie, also Kohle, Gas und Öl. Aber ich glaube, der Fehler liegt darin, dass man sich eigentlich derzeit mehr damit beschäftigt, was heißt das denn für uns, als was heißt das denn tatsächlich für diesen Krieg und was heißt das für Russland? Was heißt das für die Ukraine? Und ich glaube, der Eindruck, der dabei entsteht, und der ist vielleicht nicht ganz falsch, dass der entsteht, also ich habe auch Fragen, wenn ich an sofortigen Stopp von, also beziehungsweise an Embargo denke. Aber der Eindruck, der entsteht und der auch in diesem Entlastungspaket der Regierung, der auch dadurch entsteht, ist, wir kümmern uns eigentlich mehr derzeit um unsere Sicherheit, und zwar um unsere wirtschaftliche und soziale Sicherheit, als um die Sicherheit der Ukrainer. Lysychansk, seit gestern von den russischen Truppen besetzt oder befreit? Ein französisches Kamerateam ist unterwegs mit prorussischen Soldaten und fragt nach bei den Bewohnern. Die wenigen, die noch da sind und die sich vor die Kamera trauen, sehen es so. Ich schrie vor Glück, als es soweit war. Und alle um mich herum denken das Gleiche. Ich glaube, die Russen sind so wie ich und ich bin so wie sie. Ja, arm wird ärmer, reich wird reicher, der Chef verdient das Fünffache. Aber mich überzeugt nicht das Argument, dass wir jetzt die Energieimporte kurzfristig einstellen sollten, weil ich die Auswirkungen in Deutschland als sehr erheblich einschätze und mich nicht überzeugt, dass das Russland jetzt noch einmal zusätzlich beeindruckt. Ich gebe Ihnen recht, dass das sozusagen eine schwierige Abschätzung ist. Ja, aber Entschuldigung, aber was ist daran die schwierige Abschätzung? Das verstehe ich nicht. Wollen wir uns ernsthaft jetzt hier gegenseitig erzählen, dass wenn wir heute auf russische Energie verzichten, dass die das nicht beeindruckt? Das wollen wir uns doch nicht jetzt hier gegenseitig erzählen. Das beeindruckt Sie, aber die Frage ist... Das ist doch die Schlüsselfrage, um die es geht. Guck mal, was er erzählt hat, hm? Klein Pisser, aber zu mir im Gesicht sagt der Nächste. Die Frage ist nämlich schon, Frau Kempfert, ob wir uns da nicht selber sozusagen jetzt auch ein Problem sozusagen an den Hals geschafft haben. Also Sie sagten gerade Inflation in Russland, die russische Wirtschaft liegt am Boden und so weiter. Ich meine, Inflation, wir haben jetzt ein veritables Inflationsproblem. Wir merken es an der Tankstelle. Wir müssen davon ausgehen, ich glaube, Sie waren das, die das irgendwo sagten im Interview, dass die Nebenkostenabrechnung zum Teil viermal höher ausfallen wird. Ja. Als wir sie im letzten Jahr hatten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Das bedeutet für einen normalen Haushalt ganz schnell mal 2.000 Euro plus. Ja, ja. Also wollen wir uns ernsthaft jetzt hier gegenseitig erzählen, dass wenn wir heute auf russische Energie verzichten, dass die das nicht beeindruckt? Das wollen wir uns doch nicht jetzt hier gegenseitig erzählen. Das beeindruckt erzählen. Sie, aber die Frage ist... Das ist doch die Schlüsselfrage, um die es geht. Merkt ihr wieder, allein schon wie seine Art, wie der ist, wie der mich aufregt. Erdöl. Ja. Was doch passiert ist, ist doch ganz interessant. Auf den Weltmeeren, las ich dieser Tage, sind reihenweise Schiffe unterwegs, die das GPS ausschalten, nicht mehr getrackt werden können. Mhm. Russische Schiffe oder Schiffe im Auftrag Russlands, die Öl beispielsweise nach Indien schaffen. In indischen Raffinerien wird das verarbeitet. Die Inder halten sich sehr bedeckt über die Herkunft dieses Öls, wird nicht so richtig klar gemacht, verarbeiten in einer unglaublichen Menge Erdöl gerade und verkaufen es dann für teures Geld zurück zu uns, nach Europa und auch nach Deutschland. Und wir tanken das. Ja, das und deutsche Steuerzahler bezahlen das. Ja. Frau Lehmann wollte gerade. Ich wollte bloß noch mal sagen, Herr Tschentscher, wenn Sie sagen, die Auswirkungen für uns sind schlimmer als die sozusagen für Russland. Ich kenne keine Studie dazu. Ich bleibe locker, ich bin total ein Ding. Ich habe keinen Bock auf, dass es Stress gibt, weil ich bin Laufbotschafter. Deswegen, mir macht es überhaupt nichts.